Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Trucker-Sessel. Wir müssen ja dem Eddie helfen bei seiner Fracht, ne? Und wir müssen wieder nach Edgeburg. Oh. Jetzt hätte ich fast einen Fehler gemacht. Aber zum Glück habe ich das noch mitbekommen. So, da ist die Fracht schon bereit. Wie ihr wisst, nach Edgeburg müssen wir zwei Sprünge machen. Was ich bei denen hier gut finde, dass halt auch wirklich dasteht, schon in welche Bucht wir müssen. Ja, das ist halt auch praktisch einfacher dann zu finden. So. Ich habe halt immer Angst, dass wir zu schnell sind und dass wir uns dadurch halt die Dings zerschießen. Okay. Und einmal nach Medusa 6. Es sollte relativ schnell funktionieren. Wir sind noch gut im Futter, sag ich jetzt einfach mal. Boah, stellt euch mal vor, Alter, wir können hier vielleicht auch richtig große Transporte machen. Nicht so hier jetzt, sag ich mal, mit diesen kleinen Sachen, sondern was ist, wir haben dann vielleicht zwei oder drei von diesen Dingern hinter uns, die wir da einfach mitziehen. Das wäre schon, das finde ich heftig. So, wir können hier übrigens die Kamera wechseln. Was vielleicht für den einen oder anderen auch mal toll ist zu sehen. So, wir fliegen nach Medusa 6. Ich zeige euch auch mal gerne den LKW von unten. Also ihr seht, da wird schon gut aufgetrumpft hier. Und ansonsten kann man tatsächlich nichts weiter machen. Aber das muss ja auch reichen eigentlich. Also was willst du jetzt mal wirklich ohne Flachs, was willst du noch an Ansichten haben für den LKW? Ja. So, Medusa 6. Ich glaube, wir müssen da wieder vorbeifliegen. Oder? Kommen wir direkt in die gute Position. Ich glaube, wir kommen in die direkt gute Position. Ihr müsst natürlich auch aufpassen, ne? Da ist Medusa 6. Okay, wir kommen, glaube ich, genau gut. Jo, da ist die Ampel. Das heißt, wir fliegen jetzt ein Stückchen höher, gehen etwas vom Gas, drehen leicht in die Kurve ein, rollen den LKW, während wir ihn hier ein bisschen, ne? So. Und dann passt das. So, komm mal ganz entspannt an. Ich guck schon mal nach oben. Ihr müsst natürlich immer gucken, ne? So, let's go. Das habe ich tatsächlich auch erst jetzt gesehen, dass man richtig gucken muss, dass man steht und so, ne? Das. Oh. And she's been avoiding me for like a week.
Shop are doing just fine. Anyway, what are you two up to? I'm just showing Lucky Jay the ropes. Let me guess. He's got you towing a trailer full of teapots or tiny glass unicorns. Einhörner? Warum nicht? That counts as showing the ropes. Well, I was just bored waiting for a delivery. The shipment of fireworks I'm supposed to haul is late. Fireworks? You're such a weirdo. At least I have fun. We're having plenty of fun, thank you very much. Sure, sure. Well, careful fun. Hundreds of tiny unicorns live in your hands. Ach, das war die Kacke hier, das Portal. Jo, alles klar. Wenn der wüsste, dass wir schon fast da sind, ne? So. Alter, wie krass das auch einfach aussieht. Ihr müsst es... Na, ihr seht's ja. Medusa 6 Geschäftszentrum. Express-Store. Was auch immer ein Express-Store sein mag. Oh Gott. Das war ich nicht. Das war die Scheiße hier von The Dings. Ich frag mich, warum der sich auch immer so komisch dreht. So, wir warten. Und Abfahrt. Sehr schön. Edgeburg. Wir müssen zur Bucht CLG5. Alles klar. Also ich muss immer noch sagen, es sieht halt mega cool aus, ne? Ihr könnt halt sagen, was ihr wollt, aber an sich... Okay, ich glaube, hier ist keine Ladeklappe. Ich glaube, ich muss einmal rum hier. Okay, ich habe keine Ahnung. Oder? Nee, die Ladeklappen sind da hinten. Okay, wir gucken mal. Hier muss es ja irgendwo was geben. Ah, guck mal, da geht's nach Silverwell. Ich glaube, da sind wir richtig. Oh, hier möchte ich aber auch wirklich nicht freiwillig ausladen. So ohne Flachs. Das Krasse ist, wir können halt wirklich nur rückwärts einparken, ne? Es geht gar nicht vorwärts oder... ah, guck mal, wir haben nur 1%. 1% ist schon okay. Ach doch, vorwärts können wir, aber wir können nicht rückwärts unsere Fracht, glaube ich, holen. Ach du Scheiße. Ich versuch's einfach vorwärts trotzdem, oder? Ich muss halt einmal komplett drehen. Ich probier's. Okay. So, wir müssen noch ein Stück nach da.
Und ich glaube, wir müssen noch ein Stück nach da. Oh Gott, oh Gott. So, zeig mal an den Lachs hier. Ah, hier sehe ich natürlich gar nichts. Okay. Okay, das ist halt. Ich bin kein Rückwärtsparker, also jedenfalls nicht, was Anhänger angeht. Oh, ich kann schon absatteln. Alter Junge, mach du das mal. Okay, das ist halt echt nicht cool, ne? Okay, irgendwie schaffe ich's. Ja, komm hier, ist mir egal, mach deinen Scheiß alleine. Warum? Ich bin doch jetzt gut dabei. Ach komm, ey, das ist nicht euer Ernst. Jaha, aber das ist halt auch nicht einfach, du Pisser. Was ich nicht verstehe, die steht doch aber eigentlich drinne. Boah, Junge, geh mir nicht auf den Sack. Sonst schieße ich dein Glas nämlich sonst wohin. Nein, es war, wir hätten es gehabt. Nein, was passiert? Warum? Was macht es? Sir, Ihre Fracht ist angekommen, aber ich glaube, Ihre Fracht ist nicht so. Alter, wenn du jetzt nicht gleich deine Schnauze hältst, dann kannst du deinen Wichs hier alleine machen. Okay, alles klar, ciao. Ich bin weg. So, passt mal auf. Ist doch drinne. Alter, das ist doch eine Wichse, ey. Das kannst du niemandem erzählen. Jetzt muss ich hier den Scheiß. Ja, Little Jay ist hier gleich nicht mehr mit Little Jay. Da werde ich hier zum grünen Jay und dann. Ja. Das kannst du dir nicht ausdenken. Wie soll ich das jemals hinkriegen? Boah, da bin ich echt raus.
Scheiße, Alter, was habe ich da getan? Ich dachte, das wird so ein easy peasy Ding und das jetzt. Ich könnte jetzt versuchen, den Truck ein bisschen zu rollen. Und dann halt gucken. Jaha, Alter. Halt's Maul, Affe. So. Oh. Ja, das sind halt jetzt Unbeteiligte. Die müssen halt jetzt durch. Kann ich das? Ich kann es nicht mal neu machen. Aber kriege ich es vielleicht so hin, dass. Nee, ne. Ach, Scheiße. Es ist eine Kacke, Alter, echt. Da sitzt übrigens keiner am Steuer, ne? Das ist ein autonomer LKW. Okay, meine Chance wäre nur, wenn der sich halt einmal dreht, daran zu fahren. Das ist meine, das ist die einzige Chance, die ich habe. Oh, halt's Maul, Alter. Du gehst mir so auf den Piss, Eddie, Alter. Ja, ich muss doch das irgendwie drehen, wenn es nicht mal eingebaut wurde, dass man das hier machen kann. Da ist er. Das kannst du dir halt nicht ausdenken. Ne? Was? Warte mal. Aufträge. Den kann ich nicht mal. Den kann ich nicht mal stornieren oder so. Oh, das ist eine Ficke hier. Ey, guckt euch das doch mal an. Ich versuche jetzt was. Ich stecke jetzt hier nach oben. Und dann. Versuche ich jetzt mich zu drehen. Und jetzt Innenansicht. So, jetzt ausrichten und nach unten fahren. Okay, jetzt müsste es aber klappen, oder? Komm schon. Jetzt habe ich ihn. Okay, ist halt 0%, ne? Aber ist mir halt Latte.
So, und jetzt muss ich halt diesen ganzen Scheißweg wahrscheinlich nochmal fahren, damit, oder ich kann versuchen, hier irgendwie zu drehen, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Da ist die Abladezone. Ich kann es probieren, aber ich wüsste nicht, ob es klappt. Also absatteln ist. Was hat der LKW da gerade gemacht? Ich glaube, absatteln ist eine ganz schlechte Idee, wenn ihr nicht richtig in der Dings seid. Okay, wir fahren jetzt einfach vorwärts rein. Scheiß drauf. Und das, meine lieben Freunde, ist der Grund, warum ich mit einem Anhänger nie rückwärts einparke. So. So ist mir egal. Sehr schön. Okay, wir haben halt echt Abzüge, aber wir haben trotzdem 1000 noch was bekommen. Besser hätte es doch gar nicht laufen können. So, wir sind jetzt Rang 3. Wunderbar. Sehr schön. Ja, das passiert dem Besten. Willst du mich verarschen, Junge? Ich feind hier Jagd. Nein, Spaß beiseite. Das war halt wirklich schon ein bisschen gerade tricky für mich. Aber natürlich ist für uns kein Risiko zu hoch. Deswegen stehen wir auch hier jetzt einfach. Oh nein. Was ist denn jetzt hier kaputt? Okay, ich muss erstmal raus hier. Erstmal gucken. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wahrscheinlich kommt noch eine Folge, ich denke schon. Es macht an sich schon Spaß und ich denke, wir haben das ganze Potenzial auch noch überhaupt nicht ausgeschöpft. An sich macht es halt echt Spaß. Das war jetzt nur diese eine Situation, die mich halt auch tatsächlich ein bisschen genervt hat. Ich finde, da muss es mehr Möglichkeiten geben, dem Spieler die Möglichkeit zu geben, okay, hey, du hast Probleme mit dem Rückwärts-Einparken, dann helfen wir dir und lassen dir die Option, ob du rückwärts einparken möchtest oder nicht. So, wisst ihr, wie ich das meine? Das wäre schon cool. Junge, sieht ja ramponiert aus. Und ich war froh, dass wir ihn ganz haben. Aber okay, du kannst nicht alles haben im Leben, ne? Denk dran. So. Was ist denn das? So, ich glaube, ich habe alles repariert. Das heißt, es geht weiter hier. So, mal gucken. Ist die Schwerkraft wieder beho. Ach du Scheiße. Was denn hier los? Ach du Kacke. Was ist da los? Nein, wir haben keine Energiezellen mehr. Okay, das macht die ganze Sache natürlich etwas schwieriger. Das war, glaube ich, eine Leere, ne? Nein, die hat noch 10%. Okay. Nein, nicht schon wieder. Okay, ich muss erstmal die 10% hier irgendwo reinspeisen. Und, so. Oh, wir haben keine Energiezellen mehr, glaube ich. Die müssten alle leer sein.
Nein, die hat noch 20%. Okay. Die hat noch 20%, das hilft uns. Au. Ich kann mich ganz schwer bewegen durch den Verlust hier. Okay. Alter, ich brauche halt viel mehr von diesen Zellen. Und das so schnell wie möglich. Sehr schön. Die Zelle hat 0. Ja gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Mal gucken. Also wie gesagt, also auf jeden Fall kommt noch eine Folge. Wenn es euch gefällt, kommen auch noch ein paar mehr Folgen. Wir schauen mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Macht's gut. Bis dahin. Und ciao.